Willkommen zur Show Nummer 6 mit dem Motto 5 und 5. 5 deutsche Songs, 5 englische. Jeder Sänger 2 Songs. Alles klar? Na dann, yippie-ki-yay, Schweinebacke. Wie wär's damit? Du hältst einfach die Fresse und hörst auf, dich selbst zu demütigen. Dieses Mal stellen wir fest, dass es das erste Mal ist, dass so viele Frauen im Finale sind. Und das erste Mal, dass wir nächste Woche eine Gastjurorin haben. Und Andrea Berg nämlich. Und das erste Mal, dass... Ihr könnt euch noch so sehr bemühen, einen Weiß zu machen, dass diese Staffel voll von Neuerungen und Premieren und was ganz Besonderes ist. Sie ist aber nichts außer besonders langweilig. Die Top 5 vereinigt wohl die langweiligste Truppe, die DSDS je in den Motto-Shows begrüßen musste. Leider mussten wir uns diese Woche von einem Moderator trennen. Der Mann, der sonst immer Internetkommentare vorliest und Umfragen startet. Der hatte diesmal leider nichts zu melden. Wie schade. Man kann aber mal anmerken, dass RTL nun 4 Moderatoren braucht, um Marco Schrey zu ersetzen. Raul Richter, Nazan Eckes, Olivia Jones und eben genau diesen Typen, der bis zur letzten Show mit einem Tablet da saß, um Internetkommentare vorzulesen oder Umfragen zu starten, ob Raul Richter zum Beispiel eine Lederhose tragen soll. Sehr wichtig. So, du wirst jetzt zu meiner sexuellen Spielwiese. Nazan macht jetzt hier den ganzen Kram mit den Kandidaten, okay? Ja, aber Matteo wollte sich doch noch blamieren. Ja, stimmt. Ich habe mich extra künstlich braun geschminkt wie Dieter Bohlen. Ich nenne mich jetzt Dieter Bohlen, weil das gar nicht rassistisch ist und weil ich voll witzig bin, oder? Erstmal scheint es ja toll, dass jemand aus der Jury dem Bohlen die Stirn bietet und sich vehement über dessen Zensurversuche hinwegsetzt und ihn satirisch parodieren will. Leider macht das Matteo und der Typ ist so strunzendumm, dass er sich bei dem Versuch selbst so lächerlich macht, dass er nicht Bohlen damit bloßstellt, sondern sich selbst. Das, was anfangs dann immer wie ein zynischer Seitenhieb wirkt, wechselt dann einfach zu schnell zum Fremdschämen, was auf den mangelnden Intellekt Matteos zurückzuführen ist. Schade eigentlich. Kommen wir zuerst zu Ricardo. Ich atme bei jedem Song die Momente ein und öffne mein Herz für alle da draußen. Ich kotze gleich. Außerdem ist eh egal, was die sagen, die loben mich hin und ich fand mich eh auch mal geil, also was soll's. Dieser ekelhafte Typ soll sich bitte einfach nur ganz schnell verpissen. Ja, dank Sony gibt's jetzt hier die Original-Instrumentalversion von Justin Timberlake, weil ich ja so viele Jahre hier schon bei denen unter Vertrag bin, genau wie Justin Timberlake. Und danke an Sony, dafür mache ich nachher auch gleich nochmal ein bisschen Werbung für Justin Timberlake. Ja. Nun wird auch noch fast offen darüber gesprochen, dass man hier bewusst bestimmte Songs platziert, um für gewisse Labels zu werben. So viel zum freien Willen. Beatrice, wie war es eigentlich, dass dein Bruder dich letzte Woche überrascht hat? Das habe ich doch schon im Einspieler beantwortet. Ja, tut mir leid, mir fällt einfach nie eine gescheite Frage ein. Ja, du hast was Hammermäßiges, was Matteo nicht hat. Die Leute lieben dich. Die Jolle Schlager zu sie gewinnt den Scheiß nachher noch, ey. Susanne! Hallo, ich dachte, ich halt mal meine Fresse kurz und noch eine RTL-Show. Tschüss! Joa, alle fanden's toll, also fand ich's halt mega langweilig. Also ich krieg hier keine Gänsehaut, also... Okay, Dieter, was soll ich denn nächstes Mal anders machen? Ja, das kann man nicht erklären, ey, wie man Gänsehaut erzeugt. Das kann man nicht erklären. Du kannst nur keine konstruktive Kritik geben, weil dein Standpunkt haltlos ist und du ihn nur vertrittst, um das Gegenteil der anderen zu behaupten, weil du meinst, das wirkt nach außen so, als hättest du mehr Ahnung als der Rest. Da irrst du aber. Es wirkt nach außen, als wärst du ein Volltrottel, der nicht kritisieren kann. Und so ist es ja auch. Tom, würdest du Lisa mit auf Tour nehmen und auf die Bühne holen? Klar, und dann würden wir auch noch ganz andere Sachen mit ihm machen. Lisas WTF-Blick sagt eigentlich alles zu dieser dummen Bemerkung. Also, ich muss sagen, ehrlich gesagt, ja, Riesenkompliment, ja. Das kam richtig, richtig gut. Und du weißt ja, es flutscht viel besser, wenn man sich nichts groß vornimmt. Worte sind schwer zu finden, um so einen Dünnpfiff zu kommentieren. Also wieder nur ein... Ja, und Lisa, du hast deinem Einspieler gesagt, meine In-Ear sind vielleicht kaputt, weil darum höre ich schiefe Töne. Nein, die sind ganz. Und an Erwin, der sagt, er bekommt nichts geschenkt. Ich habe hier ihm Muffins geschenkt und außerdem... Kann der Typ nicht einfach mal die Fresse halten, anstatt sich für jede Kleinigkeit zu rechtfertigen? Der Typ ist so unnötig und unprofessionell. Ja, du siehst ja aus wie so eine Lena Meyer-Landrut 2013, oder wie die heißt. Oh, schreib dir doch gleich ein Schild. Ich bin neidisch, dass aus keinem meiner Casting-Opfer je sowas Erfolgreiches geworden ist, ey. Erwin, du hast dich ja aufgeregt, dass Ricardo bevorzugt wird und du keine Überraschungen und Geschenke bekommst. Außerdem hast du Lisa hintergangen. Du hast dich mit einem weiblichen Fan gut verstanden und unser Kamerateam ist zu Lisa, deiner Freundin, gerannt und hat ihr all das Videomaterial gezeigt, um einen Streit anzufachen. Ich finde das auch unfair, wie ich hier in den Videoeinspielern dargestellt werde. Jeder bekommt einen Spieler mit Familientreffen und Heimkonzerten und von meinem Auftritt wird ein gänzlich negativer Beitrag über mich gezeigt.
Also, ich werde total objektiv bleiben, ja, aber das hat mir gar nicht gefallen. Also, ganz schlimm war das irgendwie, ja. Also, die Tonlage hast du ja total gar nicht getroffen irgendwie. Und dass das an RTL lag, weil man die falsche Instrumentalversion mit der falschen Tonart benutzt hat, ist ja auch egal. Alle haben gedacht, du singst schief und das sage ich jetzt auch. Und ganz schlecht, Erwin. Hat mir also total gar nicht gefallen. Sorry. Nach diesem Einspieler wurde Erwins Tanzpartnerin vom RTL-Team auch noch angewiesen, ihm nach dem Auftritt einen Lippenstiftkussabdruck auf die Wange zu geben. Nasan Eckes tat danach noch so, als sei da noch ein zweiter, von dem keiner weiß, wo der herkommt. Hier geschieht dasselbe, was man in jeder DSDS-Staffel beobachten kann. Durch Manipulation werden Kandidaten in eine bestimmte Richtung gedrängt. Und gelenkt. Nun, nach diesem ganzen Heckmeck um Erwin ist es wohl kein Wunder, dass er dieses Mal gehen muss. Übrig haben wir jetzt noch den Pummel Ricky Martin, die Schlager-Uschi, das Ostmädchen, die immer so komisch redet und hier die langweilige Alte, die immer ganz gut singt. Na, klingt das nicht total verlockend, spannend und total einladend, sich die nächsten Shows anzugucken? Nein. Cool, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Kam jetzt diesmal ein bisschen spät. Die nächste Motto-Show kommt aber wieder pünktlich. Sonntag spät oder Montag früh. Ansonsten bis nächste Woche. Ach, das ist ja jetzt schon ein paar Tage. Bis Sonntag, Montag halt so, ne? Tschüss, macht's gut und nicht verpassen, abonnieren, bla, bla, bla. Tschüss.